willkommen zu einer neuen Folge Defiance. Und wie immer, Death the Evil steht mir gegenüber. Ja. So, und mit mir der Elf Multigamer. Ja, hallo. Unsere Kanäle sind auch bei dem anderen jeweils verlinkt. Genau, und das muss man zwischendurch mal wieder sagen. Und wie gesagt, ja, und ihr könnt natürlich auch dieses Let's Play von beiden Seiten sehen. Also einmal von meiner Sicht und einmal von Tess seiner Sicht. Genau. Gut. Gut. Wir machen hier weiter. E. Ich drück auf Akzeptieren in 3, 2, 1. Ich weiß, wohin wir müssen. Los! Das war wieder so sehr viel Gespräch. Stimmt. Die 100 Meter fahre ich. Auch wenn Umweltschutzorganisationen sagen, man soll für 100 Meter nicht mehr das Auto nehmen, aber... Es war ja das Quatsch. Dann ist es akzeptabel, glaube ich. Granate! Ach, von denen eine meinst du? Ja, ja. Also, mir geht's gerade nicht mehr so gut. So, und dann gibt es hier jetzt irgendwas zum... Hier habe ich laut Aaron Daten zum Hackerprojekt finden. Oh, da hast du was Neues aufgesammelt. Habe ich jetzt. Du hast ein Handy in der Nähe. Das hat man eben gehört. Wir haben mehrere Ziele. Echt? Ich habe aber nichts gehört. Erledigen wir sie. Ja, deswegen sage ich es dir. Im Motto. Jo, ein Lagerfeuer, ein Zelt. Jo. So, und hier haben wir jetzt wieder das Ding, was wir letztes Mal auch aufsammeln durften. Warte mal. Sammelst du das auf? Ja, ich sammle das auf. Du bist eine coole neue Waffe. Wow! Was ist das denn? Was denn? Ja, die Waffe. Ja, die sieht ziemlich cool aus. Schieß mal. Ich kenne ihn auch noch nicht. Ach, Raketenwerfer ist das. Ach, kann man den neuen separat. Was ist denn dafür jetzt abhanden gekommen? Das, was du in der Hand hattest zu dem Zeitpunkt. Nein. Er kann es wieder einfach austauschen. Mit L. Mit L, achso. Alf, ich muss dir leider etwas sagen. Was denn? Ich bin verleitet, über diese Rampe zu springen. Nein! Ja. Und ich bin runtergefallen! So viel zum Springen. Aber hätte ich so viel Spaß gehabt, da runter zu springen. Ja, und jetzt, wo bist du? Runtergefallen. Am Wasser, ich komme auch nicht mehr raus an der Stelle. Du hast gerade irgendwo einen flachen Aufstieg. Da ist einer. Und ich soll jetzt was machen? Entweder auf mich warten oder schon mal gucken, wohin müssen. Auf der Karte. Guck mal, oder es ist richtig dunkel hier. Ja. Ist ja geil. Ja, ich bin richtig oben. Nein, ich komme hier nicht hoch. So ein Scheiß. Na. Im Wasser. Ich komme hier einfach nicht mehr raus. Ja, gleich kommen die Ziele wieder. Ich muss mal gerade hier weg machen. Oh, ich wurde weggeportet. Weil ich zu lange Wasser hing oder so. So, ah, jetzt habe ich dich aber im Blickfeld. Ich sehe deinen. So, und wir müssen jetzt noch weiter in den Süden. Warte, ich will mir das mal auf der Karte angucken. Ach, da. Fingerteil 3. Ja. Rechte Maustaste hin, ne? Jupp. Okay. So, wo geht's denn lang? Fährst du schon? Ich fahr schon, aber ich lass mir Zeit gerade. Ich will nur versuchen, mit dir rumzufahren. Zusammen. Ja, ich seh dich. Ich hab dich vor mir. Drift hier so ein bisschen hin und her. Ja, ich seh's. Du musst deine Räder warm fahren. Genau. Nicht, dass sie mir überhitzen. Ruckelt's bei mir ein bisschen, aber sonst geht's gerade. Ja, du ruckelt auch ein bisschen, ich sehe das. Du hast auch das Pech, deine Internetleitung ist halt nicht ganz so gut. Ne, daran liegt das gar nicht mal. Meinst du nicht? Nee. Liegt einfach an den Servern, denke ich. Oh, da kam mir einer entgegen. Ja, mir auch.
Nur 400 Meter. Nitro! Um die Geschwindigkeit ein wenig zu erhöhen. Also auf so einer Geraden kann man das gut machen, ne? Jo, ja, man kann es eigentlich immer gut machen, ne? Egal ob gerade oder ja, auf einer Geraden, dann kann ich aber das Ding dann auch besser steuern. Ich drücke in 3, also akzeptieren, ne? In 3, 2, 1. Los, gehen wir! Ich habe das Ziel markiert. Immer wenn ich abzähle, dann ist das so extrem. Ja, aber das sollten wir uns auch angewöhnen. Ich finde das gut. Ich habe das Ziel markiert. Naja, ich würde es lieben, ich bin direkt gestorben. Ja, aber jetzt mach aber nicht gleich mehr runter. Ich bin hier Rambo. Ich habe auch direkt eins kaputt gemacht, bevor es angreifen wollte. War mir wichtig. Weil das einfach die nervigsten von allen sind. Hier müssten wir laut Aaron Daten zum Fängerprojekt finden. Wir sollten uns mal umsehen. Fängerprojekt. Wieder so ein Datengerät wahrscheinlich. Musst du auch suchen. Müsst ihr irgendwo rumfliegen. Na toll. Ich habe eine Pistole gefunden. Hab's gefunden! Ja, ist klar. Ist Zufall. Lag hier auf dem Baumstumpf. Das sind interessante Daten. Ich habe dem Vigo die nächste Position geschickt. Da ist ein Auto für uns. Ja, das ist so ein Missionsauto. Glaube ich, euch gibt's wohl eine Mission. Oh, das ist ein Gegner. Haut ab! Haut ab! Alter! Oh, Leute! Die wollen uns ja alle ärgern. Hier, Tess. Weglaufen? Ja, weglaufen? Ich sage mal, das wird doch keiner sagen, dass wir zu feige sind oder so. Guck schon mal. Wir müssen noch weiter in den Süden. Mein Quad ist kaputt. Dann das, nach ein paar Sekunden kannst du wieder Neues rufen. Du hast unten erst eine Abklingzeit auf dieses Quad-Symbol. Ärger ihn mal ein bisschen. Ja, ja, ich sehe jetzt das. Jetzt aber ja. Ist meins auch kaputt. Versucht einfach direkt Neues zu rufen gleich und dann, will ich selbst hier. Deck neues rufen, sobald du kannst, und dann wegfahren. Fahr einfach. Ich komm gleich nach. So, einfach fahren erstmal. Ja, erstmal so. In Deckung gehen. Wir suchen uns gleich einen Weg drumherum oder so. Weil wir müssen eigentlich in die andere Richtung. Upsala. So. Wo bist denn du? Ach, da unten. Ich versuche jetzt hier außen rum zu fahren ein bisschen. In der Hoffnung, den Viechern da zu entgehen, weil ich keine Lust, bis dass sie direkt wieder festhängen. Ich glaube, hier geht's aber nicht weiter. Oh, wow. Gibt's Munition, falls du welche brauchst. Das ist gut, das wird dich wieder umkommen und erstmal ausrüsten, oder? Jo, dann rüste dich aus, ich warte kurz. Nee, wir müssen jetzt wieder vorbeifahren. Es gibt keinen Weg drumherum. Ja, dann fahr mal ganz schnell vorbei. Genau. Augen zu und durch. Bleibst du? Ah ja, warte. Du weißt doch, ich bin noch nicht der Schnellste. Ich bin ein bisschen älter, weißt du? Ja, ich weiß, alter Mann ist kein D-Zug und so, aber... Ja. Ich bin hinter dir, fahr, Gas. Geht aber immer noch ganz schön die Post ab. Boah, das Auto, hast du das gesehen? Ja. Oh, wir sind aber gut an dem. Der verfolgt uns sogar. Ja, weil die gerade anderweitig beschäftigt waren. Das ist unfair, der ist so viel schneller als wir. Ich glaube, der will uns ärgern. Ich wollte dem ausweichen, weißt du? Oh,
und zu. Du kannst doch durchfahren. Ist ja kein Kollisionsschaden. Ja, ich weiß ja. Also die Welt haben sie schon geil. Also wenn du so nebenbei mal überall guckst. Ja, die ist schon ziemlich cool gemacht, die Welt. Auch überall irgendwelche kleinen Details immer und ist schon alles ziemlich cool gemacht. Bist du schneller hier hochgekommen? Ah! Jetzt muss einfach nur auf die andere Seite des Berges, glaube ich. Nee, doch nicht. Das ist Tess. Also Leute, ja, natürlich. Fahrt nicht hinter Tess her. Macht euch nicht die Mühe und fahrt hinter Tess. Das bringt euch was. Oh. Ja, war sogar ein Umweg. Zielvoll. Blöde Wassergegend hier. Aber die Gegend ist cool. Schöner als die andere Gegend, wo wir rumgefahren sind. Wie kam das jetzt überhaupt? Ich warte kurz. Hau ab. Ja, hier müssen wir gucken, dass wir durchkommen. Ab. Da bin ich gut rein durchgekommen. Auch ein geiles Auto, was hier an der Seite stand. Mhm. Jetzt habt ihr es auch schon geschafft. Na witzig. Ah. Warte, ich bin noch nicht da. Ach, jetzt kommt sie. Ja, ja. Ja, du musst eine Granate da schmeißen. Natürlich. 3, 2, 1, akzeptieren. Ich habe unser Ziel auf der Karte markiert. Gehen wir. Okay. Ja. Gut. Und wieder dahin, wieder so ein Ding aufsammeln wie jedes Mal. Ach da. Wer zuerst das Dingsbuch findet. Hier steht mein Auto. Willst du mit einsteigen? Hier müssen wir laut Aaron Daten zum Fängerprojekt finden. Wir sollten uns mal umsehen. Wäre schön, wenn das gehen würde. Ja. Au, ab! Die Krabben. Angriffe können wir unterdrücken, indem wir dieses Fängergerät kaputt machen, an dem du gerade dran stehst. Halt. Genau. Jetzt müssen wir wieder dieses Gerät suchen. Ja, jetzt wieder irgendwo rum. Ich hab's. Sehr schön. Jetzt Munition wäre zwischendurch mal nicht schlecht, ne? Okay, dann suchen wir gleich noch Munition. Und dann aber unterwegs machen wir jetzt erstmal weiter die Questreihe. Der nächste Teil heißt den Fänger bezahlen. Ist ein bisschen nördlich von hier, nicht weit. Oh, ja, okay. Ja, du bist der Boss, aber ich sage dir halt nur, ab und zu mal versuche ich dich auf irgendwas aufmerksam zu machen. Natürlich, natürlich. Du musst das dann halt in den Plan mit einbeziehen. Ja, ich bin ja auch nicht der Boss, ich bin jetzt erstmal nur der, der die Pläne macht. Ja, dann machen wir das halt so. Ah, jetzt bin ich durchgekommen. Oh, der sah böse aus. Ich guck gerade, dass ich unterwegs ein bisschen abseits fahre, in der Hoffnung, dass da irgendwo Munition rumliegt. Ah, hab welche. Sag ich doch. Manchmal bringt es das Abseitsfahren in dem Punkt. Das sind diese weißen Vierecke manchmal. Du, das Abseitsfahren bringt's manchmal doch. Wenn du es mir nicht glauben magst. Wo ist mein Achso? Okidoki. So, ich würde sagen, die Folge ist jetzt auch wieder rum, ne? Ey, fahr noch kurz zum Ziel. Ja, wo bist du denn jetzt? Ich bin hochgefahren bei den Berg. Da müssen wir einfach nur auf die andere Seite des Berges. Ist das Ziel? Da sind wir dann schon da. Mehr bei, nee. Oh nein! Wieder. Oh.
Also wenn die Karren kaputt gehen würden, würdest du nicht so fahren. Die in Daisy meinst du, oder wie? In Daisy? Oh. Also natürlich fahre in Daisy genauso. So, Leute. Gut. Ich würde sagen... Bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Folge. Okay. Tschüss, Kowski. Tschüss.